Und damit heiße ich euch wieder recht herzlich willkommen. Mein Name ist Ryan und wir spielen Pokémon Arc. Weiter geht's. Das letzte Mal hatte ich ja hier ein kleines Häuschen gebaut, habe hier noch einen kleinen Stall drumherum gebaut, damit sie über die Nacht geschützt sind. Und jetzt würde ich einfach weiterziehen, aber diesmal nicht mit Lucario. Ein paar Pokémon muss ich sowieso hier lassen. Ich nehme Nebulak. Nebulak wird mein Freund hier. Aber ich glaube, den kann ich noch leveln. Leben. Oh, und Movement Speed. Aber ich glaube, ja, es geht alles hoch. Ist egal, was man levelt. Stamina, Movement Speed, Melee Damage, Leben. Oh. Was? Accept. Oh, du hast dich entwickelt. Ja, wie cool. Nice, Nebulak ist zu einem Apollo geworden. Jetzt bin ich ein Apollo. Ja, cool. Und jetzt bist du auch ein neues Pokémon. Und jetzt kann ich dich neu leveln aus dem Stats her. Ja, cool. Geil. Das wusste ich noch gar nicht, dass die zu entwickeln sind. Okay, Leute, man kann jetzt auch Pokémon in dieser Mod entwickeln, wie man hier von Nebulak zu Apollo gesehen hat. Ja, cool. Dann würde ich sagen, was ist denn da? Oh, ein Glumanda. Ach, das Glumanda, was wir gerettet haben. Es ist uns hinterhergelaufen anscheinend. Dann sollte es doch mit reinkommen. Oh, wir können dich bestimmt auch zu. Oh, du hast ein Ei gelegt. Ah. Aber ein unbefruchtetes. Das kann man leider nicht ausbrüten. Man kann dich bestimmt auch, die Glumanda kann man bestimmt auch zu einem Glurak weiterentwickeln. Aber ich nehme erstmal Apollo, denn das würde ich gern zum Gengar machen. Das ist echt cool, dass sie sich jetzt entwickeln können. Aber die Mod wächst wirklich immer weiter, stetig. Richtig cool. Glumanda steht da, den habe ich abgepfiffen. Ja, nicht, dass er hier runterspringt. Gut, weiter geht's auf unserer Reise. Ich sollte mir mal was anziehen. Und ihr seht, ich habe schon bessere Rüstung und trotzdem kriege ich immer nur aufs Gesicht von den Pokémon. Denn die sind leider ganz schön hoch im Level. Oder leider. Es macht schon auch Spaß, dass die hoch im Level sind, aber für mich ist das noch ein bisschen zu hart. Oh, soll ich mich, damit anlegen? Ich könnte mal gucken, wie stark es ist. Oh. Und was für Attacken es kann. Oh, ist leider nicht ganz so stark von der Attacke, aber das war Nebulak auch nicht. Kannst du eine Linksklick-Attacke? Nee. Kannst du eine C-Attacke? Nee. Aber es hat viel Leben und es scheint ganz gut auszuteilen. Na los, komm schon. Ja, eins haben wir. Komm. Ja, haben wir auch 120 im Level. Kannst du auch abbauen? Ja. Oh, wie cool. Es funktioniert. Dich jetzt auch noch. Oh, ich will es unbedingt zum Gengar weiterentwickeln. Ich muss leveln. Stirb. Na gut. Du nicht Felinara. Nein, das ist gemein. Ich nehme Knofensa. Das ist auch gemein, aber Knofensas gibt es irgendwie wie Sand an Meer. Los! Knofensa! Also, los, Apollo, töte Knofensa. 165, auch nicht schlecht. Und wieder neue Credits. Aber, oh nein, die Pokémon haben wir alle schon. Okay. Haben wir. Blitzer wollte ich immer haben. Aber jetzt hier mit meinem Apollo. Ein Blitzer irgendwie. Das bringt mir irgendwie nichts. Oh, wie cool. Ein Palkia. Ein wildes Palkia. Oh nein. Ich wollte mich nicht mit dir anlegen. Ich war das nicht. Leg dich mit dem an, aber nicht mit mir. Ich will's haben.
Hört auf zu kämpfen. Oh, jetzt muss ich erst Tauboss besiegen. Stirb, Tauboss. Stirb. Aus da. So, alles klar. Na dann komm her. Oh nein, es macht voll viel Schaden. Oh nein, oh nein, oh nein, ich muss weg. Nein, es macht zu viel Schaden und ich komme nicht weg. Nein, nein, warum ist es so langsam? Warum ist es... Nein! Weil ich überladen war? Keine Ahnung. Es ist tot. Das war aber ein kurzes Vergnügen. Na gut. Dann... Mein erstes Palkia. Wild. Finde ich gut. Welches Level hast du? 520? Oh Mann, wenn ich mich mit dir anlege, du killst mich doch instant, oder? Oh, bist du schnell! 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 Ach du, meine Herren! Wo ist es? Da ist es! Nein! Nein! Nein, lass mich doch durch! Warum habe ich dich jetzt angeschossen? Was will ich denn mit dir? Oh! Warum schlägt er nie ein? Geht doch. Ah, die Entfernungen sind schlecht zu sehen. Oh, jetzt komme ich da nicht hin. Doch, da ist es. Komm mal her. Ja, getroffen. Oh, es kommt voll boosted an. Boosted. Bleib da irgendwo, ja. Oh, 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 Mann. Oh, da ist ein Rihorn. Jetzt fast getroffen. Ich will es doch nur haben. Nein, so treffe ich es nicht. Ach Mann, oh. Oh, es hat wieder abgelassen, denke ich. Oh nein. Komm wieder hierher. Wie schnell es ist. Ich will es haben. Ich muss es haben. Ich treffe es nicht. Ja, wieder getroffen. Anders musst du mal umfallen. Die anderen sind so schnell umgefallen. Oh Mann, komm schon. Ja, getroffen. Oh. Das Gefühl. Ja, wieder getroffen. Versucht's abzuhauen? Nein, es versucht mich anzugreifen. Oh Mann. Nein, 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 nein. Boah. Macht mich platt. Oh, ich habe wirklich nicht mehr viel Leben. Fall mal hier runter. Nicht ich. Du. Ja, es läuft weg. Es läuft weg. Hey, warum? Habe ich nicht getroffen? Wieder nicht. Es ist hier runtergesprungen. Ich weiß es nicht. Ich denke schon. Nein. Wo ist das hin? Okay, ich habe ja eine Grappling Hook. Ich kann ja dann hinterher springen. Oder einen Fallschirm habe ich auch. Wo ist es? Ist doch bestimmt hier runter irgendwo. Ja, da ist es. Nein. Mit was kämpft es denn? Ich muss da hin. Ja. Wunderschön getroffen. Da wäre auch ein Nebulak. Wo ist es denn hin? Ich wollte es doch nur haben. Hat sich da mit einem Rayquaza angelegt? Da ist es. Oder? Also hier war es irgendwo. Hoffentlich hat er es nicht gefressen. Ich habe es fast gehabt, hatte ich das Gefühl. Aber wo ist es jetzt? Nein. Palkia. Aber ein Rayquaza wäre auch richtig nice. Also schon mal ein ganz guter Ersatz für mein Apollo, was ich leider verloren habe. Oh, hier geht's in der Höhle. Oh Mann. Oh, es grillt mich, verdammt. Ich muss in der Höhle, in irgendeiner Höhle, da. Nein. Wo ist es? Ich sehe es nicht.
bin hier reingelaufen. Oh, da hinten ist auch noch eins. Mann, oh. Wie hardcore. Wie hart und core. Ich habe aber auch nichts zu essen. Das macht mich platt. Instant. 100%. Manu. Ich habe auch nichts. Oh nein. Ja, ich hab's getroffen. Es wollte mich angreifen. Ich hab's getroffen. Wieder getroffen. Oh, es hat mich aber auch getroffen. 26 Schaden. Verdammt, das ist zu viel. Nein. Oh, jetzt bin ich tot. Okay, okay. Okay, wenn ich es nicht betäubt kriege, bald instant bin ich tot. Okay, ich bin tot. 420 Rayquaza. Uns hat mich gefressen. Okay. Das kriege ich doch niemals tot. Okay. Lucario, mein Freund, wie viel Leben hast du? Ziemlich viel, aber du wirst es auch nicht schaffen, denn es sind 10.000 Leben? Ja, 13.000 Leben insgesamt. Mimigma. Du hast auch nur 5.000, das... Knuffensa, entwickelst du dich? Schade. Okay, wie mache ich das denn? Ich könnte versuchen, mit Lucario reinzugehen und mein Zeug schnell zu holen. Das wäre schon mal ein Plan. Aber ich will es jetzt nochmal versuchen. Ich glaube, dass es schon knapper war, weil Palkia ist auf jeden Fall, es war auch Palkia, ne? Ist doch auf jeden Fall weggelaufen, das heißt, es war fast bewusstlos. Oh, habe ich doch noch den Fallschaden gekriegt, schade. Und Rayquaza, okay, hatte ich mit Zweien, aber ich hatte auch nicht mehr viel Leben und wenig Rüstung, glaube ich. Oh, wie cool! Giratina, Palkia, alle da, alle da, alle drei Raumzeit-Pokémon. Oh, aber die sind echt hoch im Level. Palkia greift mich nicht an. Dialga greift mich auch nicht an. Und Giratina, bei der ist auch alles cool. Alle voll hoch im Level. Aber hier würde ich gern eins zähmen. 1.10 wäre echt cool. Die Höhle ist auch extrem nice. Richtig gut designt. Ich will... Oh. Mimigma neues? Also neues, was heißt neues? Das andere ist auch voll toll, aber ein hochleveliges, was dann recht schnell ist. Ich würde sagen, ich lasse Lucario hier. Hier ist alles recht... friedlich. Und ich stelle es auf neutral. Neutral. Genau, damit sich es wenigstens verteidigen kann. Das ist ein Ponita. Ein Galoppa. Oh Mann. Ja, hier kommt man zu der Höhle. Wusste ich es doch. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Hoffentlich. Hat es irgendwas anderes gerade getarget oder ist vielleicht kurz wohin gegangen? Wohin gegangen? Nein, 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 nein. Da unten ist es, okay. Es hat wirklich, glaube ich, irgendwas anderes gerade zu tun. Ja, wie komme ich jetzt da runter? Es bewacht irgendwie den Obelisken. Oh, ich muss ja weg. Ich will einfach nicht getriggert werden von ihm. Ah, hier komme ich doch nie runter. Komme ich an der Seite runter? Das ist, glaube ich, mein einziger... Oh, ich höre irgendwas. Ich muss hier lang. Jo. Ich komme sogar hier lang. Wo bin ich gestorben? Da irgendwo in der Mitte wahrscheinlich. Im Kampf. Oh. Da. Das ist, glaube ich, mein Loot. Ja, ja.
Und weg. Und weg. Ach nee, da war ja auch eins. Falsche Richtung. Aber hier scheint es sicherer zu sein. Ich muss mir erstmal was anziehen. Bevor ich gar nichts trage. Eine Hose habe ich. Rüstung, die ist besser. Schon gar keine Handschuhe mehr. Der Helm? Ja, da ist der Beste. Ich würde sagen, ich gehe erstmal vor, weil das ist ja schon echt ein richtiger Endboss hier. Ich gehe erstmal vor und versuche die anderen. Die sind so ja erstmal passiv, wenn ich ihnen nichts tue. Rayquaza dreht ja richtig am Rad. Obwohl, wenn ich das natürlich hätte, dann... Boah. Okay. Der Loot ist weg und es ist weg. Der Beacon. Das hat es wirklich beschützt. Wäre echt cool. Da ist es. Fliegt hier rum. Oh nein, ich... Oh doch. Irgendwas anderes hat es gerade. Ich müsste ein Pokémon haben, was Topor-Schaden macht. Eine Topor-Attacke könnte. Ach, ich dachte, das wäre was richtig krasses. Oh ja, lass mich in Ruhe. Ich hab dir nichts getan. Na los, schieß. Vollnona. Meine Gute. Lass mich einfach Trigger irgendwem anders, genau. Hui. Ups. Aber ich hab's geschafft. So, und wo ist jetzt Lucario? Lucario war bei dem Stein. Ich habe ihn irgendwo hinter einem Stein geparkt. Hier? Nein. Da? Ja. Wow, cool. Das Problem ist... Oh, es hat sich wirklich verteidigen müssen. Sehr gut. Problem ist, ich glaube, wenn ich eins von denen angreife, greifen auch seine Kollegen mich an. Ah, dann kann ich auch Rayquaza probieren. Na gut, Lucario, bleib hier in der lieben Zone. Ich gehe nochmal in die gefährliche Zone und versuche Rayquaza zu zähmen. Ich glaube, das ist eine krasse Mission, aber wenn wir die schaffen, dann GG. Dann wirklich GG. Dann habe ich, glaube ich, eins der stärksten Pokémon im ganzen Spiel. Und dann ist es richtig GG. Haha. Oh, warte. Wenn ich kommt mit und werdet Futter für Rayquaza, was da ist. Oh! Nein, warum steckt er die Waffe weg? Oh, oh. Wo ist es? Es ist so verdammt schnell. Nein. Oh, ich bin bewusstlos da durchgegangen. Ja, krass. Rayquaza. Mein Freund. Ich wollte doch nur, dass wir Freunde werden und du willst nicht mein Freund sein, Mimigma. Aber bist recht schnell, ne? Ja, geht auf jeden Fall klar. Dann geht's mit Mimigma jetzt dahin. Ich will irgendwie nicht aufgeben. Ich muss es doch hinkriegen. Mimigma, los geht's. Die Reise beginnt. Ich springe hier eigentlich nur, damit ich ganz schnell da bin. Hui. Nein, nicht Taubos. Ich hasse Taubos. Taubos ist böse. Taubos hat Apollo auf dem Gewissen. Rayquaza hat nur mich auf dem Gewissen, das ist nicht so schlimm. Aber Apollo ist
Kann leider nicht wieder aufstehen. Aus dem Bett. Oh. Ey. Gut aus noch? Ja. Mimigma. Ich brauche auch ein Pokémon, was Topor-Schaden macht. Also nicht wirklich Schaden, sondern mehr Topor. Mimigma. Cool. So. Richtig wenig Leben. Am besten legt sich keiner mit uns an. Keiner bitte mit uns anlegen. Danke. Hallo Freunde. Ich bin auch ein Mimigma. So, da sind wir wieder. Okay. Na gut. Versuche ich es wohl nochmal. Lass mal meinen Loot holen. Und dann versuchen, es betäubt zu bekommen. Obwohl es mich diesmal echt schnell gegrillt hatte. Das letzte Mal hatte ich es besser getroffen. Und viel mehr, aber boah, das wird so viel krassen Topor haben. Besten wäre natürlich, wenn es mit irgendwas anderem beschäftigt ist, aber es hat, glaube ich, schon alles aufgefressen, was hier irgendwo gelebt hat jemals. Hier war mein Loot. Nein! Lauf! Oh, ich wusste, dass wenn ich keine Rüstung anhab, instant down bin. Okay, dann bereite ich mich nochmal zu Hause vor und komme nochmal wieder. Anders geht's ja nicht. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss!